Europas beste Lokalzeitung. Diesen Titel verlieh der European Newspaper Congress im vergangenen Jahr an die Hallig-Dolen. Die norwegische Zeitung hat eine Auflage von rund 9000 und dabei 15 Mitarbeiter. Die Drehscheibe wollte im Gespräch mit Chefredakteur Bjarne Tormansgaard wissen, was die Hallig-Dolen besser macht als die Konkurrenz und was deutsche Lokalzeitungen von den Norwegern lernen können. Das ist Europas beste Lokalzeitung und Chefredakteur Bjarne Tormansgaard erzählt uns die Idee dahinter. Tatsächlich weiß ich gar nicht, warum wir zur besten Zeitung gewählt wurden. Unsere Philosophie besagt, dass wir über die Leute aus der Region schreiben müssen und diese in den Mittelpunkt stellen. Zusammen mit unseren Lesern, die ebenfalls ein Teil der Zeitung sein sollten. Darin liegt es vielleicht, dass wir gewonnen haben. Außerdem räumen wir dem Design einen hohen Stellenwert ein. Design ist sehr wichtig, denn gutes Design macht es für die Leser leichter, unsere Zeitung zu lesen. Also Sie stellen das Lokale in den Mittelpunkt, sagen Sie, und wollen auch den Leser beteiligen. Was heißt das genau? Wir müssen rausgehen, wir müssen raus aus dem Büro und zu den Leuten hingehen und mit ihnen reden, weil es viele gute Geschichten da draußen gibt. Ich glaube, wenn die Leser über Leute lesen, die sie kennen, über Probleme, die sie kennen und mit denen sie sich identifizieren können, dann gibt das den Zeitungen mehr Glaubwürdigkeit. Die Leser haben dann das Gefühl, dass die Zeitung sich um sie kümmert. Hier ist mein Nachbar, hier ist meine Mutter, hier ist meine Ex-Freundin von vor 2 Jahren. Die Leute wollen die Zeitung lesen, weil sie Leute entdecken, die sie kennen, die sie interessieren. Ich bin nicht interessiert am Polizeichef oder an dem Bürgermeister. Sie sind die erste Zeitung in Norwegen, die die Paywall eingeführt hat und auch sehr erfolgreich seit ein paar Jahren. Wie funktioniert das? Viele Chefredakteure haben gesagt, ich sei verrückt, als ich die Paywall bei uns eingeführt habe. Heute haben die meisten der norwegischen Zeitungen eine Paywall. Allerdings gibt es verschiedene Modelle. Für mich ist es wichtig, dass wir keine Inhalte für umsonst hergeben. Denn es ist unlogisch, Inhalt zu verschenken. Es ist unwirtschaftlich. Aber vor allem ist es den zahlenden Abonnenten gegenüber unfair. Unser Ziel war es, durch die Paywall den Rückgang der Auflage zu stoppen. Wir hatten einen Rückgang in den letzten Jahren, bevor wir die Paywall eingeführt haben. Diesen Rückgang haben wir zwar nicht vollständig gestoppt, aber wir haben ihn verringert. Wenn Sie den deutschen Lokalzeitungen einen Tipp mitgeben könnten, was wäre das? Ich würde den Journalisten sagen, geht raus aus euren Büros, trefft die Leser, trefft Leute und kümmert euch um eure Leser.